Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das ist der Daniel und wir erzählen euch heute was über den Nikolaustag, den 6. Dezember. Traditioneller Nikolaustag, ja. Römisch-katholische Kirche feiert heute den Nikolaustag, aber auch alle anderen. Ist ja so. Meine Tochter kommt, Papa, wo ist der Weihnachtsmann, wo ist der Nikolaus? Sag ich, hier sind die Stiefel, Schatz, stellt er vor die Tür. Ist wie jedes Jahr. Ja, genau, kennst du ja aus. Genau. Mal so ein Gedöns. Heute haben wir aber auch ein berühmtes Geburtstagskind. Und das Geburtstagskind ist? Satoru Iwata. Sagt ihr was? Satoru Iwata war. Ist der Firmenpräsident von Nintendo. Ach so, Nintendo. Aha, okay. Nee, wäre ich nie drauf gekommen. Satoru Iwata. Ja, 1959, 6. Dezember geboren. Hat als vierter Präsident keine so merklichen Veränderungen reingebracht. Es wurde Nintendo DS und die Wii wurden unter seiner Regentschaft entwickelt. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer dass er schon gestorben ist. Er ist am 11. Juli 2015 in Kyoto gestorben. Ja, es ist ungefähr so, als wenn du bei Bayern München spielst als 12., 13. Spieler. Da machst du die deutsche Meisterschaft auch mit, aber hast nicht so viel verändert. Ungefähr. Ja, genau. Aber am 6. Dezember 1922 ist etwas passiert. Großbritannien ruft den irischen Freistaat aus. 6 Grafschaften der Provinz Ulster, also Ulster, werden als Nordirland abgetrennt und bleiben weiterhin britisch. Bedeutet also, Irland wurde Freistaat, aber so ein Teil ist noch irgendwie als Nordirland britisch geblieben. Und das haben wir hier. Hier haben wir die irische Flagge sozusagen von damals. Hallo. Ja. Hallo, genau. Hallo. Ja. Am 6. Dezember ist aber, wie gesagt, der Nikolaustag. Hast du irgendwelche Besonderheiten zum Nikolaustag? Hast du da irgendwie was auf der Pfanne? Ja, nee, nur halt die Nachbarskinder haben einen Streich gespielt. Wie soll ich sagen? Da waren wir alle so ein bisschen involviert. Hundekot aufgesammelt und die Stiefel voll gemacht. Ja. Ach so. Ja. Ist schon lange her. Ja, ist ja eine andere Art von Schokolade. Andreas und Sippi, wenn ihr zuguckt, ihr wisst, was ich meine. Ja, Andreas und Sippi. Ja. Am 6. Dezember 1917 erklärt Finnland die Unabhängigkeit von Russland. Okay. Ja, das war am 6. Dezember 1917. Ich wusste gar nicht, dass die mal mit denen irgendwie... Ja, die waren mit denen verbandelt. Also das war russisch. Okay. Ja. Das war alles am 6. Dezember. Jetzt habt ihr ganz viel Angeberwissen, das ihr in die Welt raustragen könnt, von uns erlangt. Und morgen kriegt ihr noch mehr über den 7. Dezember. Bis dahin. Lasst ein Like da. Ja, lasst ein Like da, genau. Und abonniert den Channel. Und abonniert den Channel, genau. Ich sag bis dahin, Cheerio, Miss Sophie.